Heute Feuerland, Schlösser aus Eis, fürsorgliche Pinguine und die Gräber der deutschen Krankenkasse. Es ist eine stille, einsame Welt, die sich hier offenbart. Landschaften von kühler, klarer Schönheit, die so anziehend wirken und abweisend zugleich. Schnee und Eis, zu mächtigen Gletschern gefroren, inmitten von menschenleeren Weiten, die Raum lassen für die Tiere des kalten Südens. Wer mit dem Schiff in die Landschaften Feuerlands eintaucht, erlebt eine raue, unberührte Natur. Es sind Expeditionen ins helle Blau des Eises und ins dunkle Grün der Wälder. Nur allmählich gibt das spröde Feuerland seinen Reiz preis. Feuerland liegt an der Südspitze Südamerikas. Die Inselgruppe gehört teils zu Chile, teils zu Argentinien. Unsere Fernwehreise führt vom chilenischen Punta Arenas durch die Fjordlandschaften rund um die Darwin-Kordillere über das Kap Horn bis ins argentinische Ushuaia. Zum Schluss geht es noch in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Nur die grasenden Kühe zeugen davon, dass in diesen einsamen, endlos scheinenden Weiten irgendwo auch Menschen leben. Doch so selten kommt hier jemand vorbei, dass eine Gruppe von Magellan-Pinguinen beschloss, auf dem weitläufigen Farmgrund eine Kolonie zu gründen. Jeweils von September bis März sind sie hier anzutreffen, um zu brüten und ihre Jungen aufzuziehen. Pinguine bleiben zeitlebens als Paar zusammen. Wer sein Weibchen vermisst, ruft es aus voller Kehle. Endlich wieder da, wird die Partnerin freudig begrüßt. Pinguine sind sehr fürsorgliche Eltern. Wer der Erdhöhle mit dem Nest zu nahe kommt, wird skeptisch beäugt. Beim Brüten und bei der Futtersuche lösen sich Männchen und Weibchen ab. Kaum 2 Monate alt machen sich die Jungen schon selbst auf den Weg zum Meer. In sichere Entfernung zu den Menschen, die die Tiere auf abgezäunten Wegen beobachten können. Auch er ist eher die Einsamkeit als die fremden Zweibeiner gewöhnt. Und deshalb sucht der Nandu sein Heil vorsichtshalber in der Flucht. Sehr spektakulär allerdings. Bis zu 60 Stundenkilometer ist der flugunfähige Vogel schnell. Dabei hat er nichts zu befürchten, die endemische Straußenart steht unter Schutz. Gelassen beobachten die Schopfkarakaras den überstürzten Aufbruch. Sie können schließlich fliegen. Auch wenn die Umgebung der Farm anmutet wie ein Wildtierpark, hier hat man sich ganz der Schafzucht verschrieben. Dabei entspricht das magere Grasland nicht gerade dem Idealbild einer fetten Weide. Für jedes Schaf wird 1 Hektar Weidefläche benötigt. Eine Kuh braucht sogar 3 Hektar. Doch Land gibt es genug und so schuf die Viehzucht das Fundament für den Wohlstand von Punta Arenas. Direkt am Meer gelegen war die Stadt ein wichtiger Versorgungshafen für die Schiffe, die über die Magellanstraße vom Pazifik zum Atlantik segelten. Der Entdecker dieses Seewegs, Fernando Magellan, portugiesischer Seefahrer in spanischen Diensten, ist auf dem zentralen Platz verewigt. Zu seinen Füßen ein Denkmal für die Ureinwohner, denen die spanischen Eroberer einst nicht gerade die Füße küssten, wie das die Touristen heute gern tun.